Hier stehen wir nun am dunklen Ufer, am Rande des Wahnsinns, am Abgrund, der unter uns gähnt, und haben nur die Wahl zwischen feige umkehren oder ins unbekannte Wasser springen. Und natürlich ist Guybrush Threepwood ein mächtiger Pirat, der auf jeden Fall ins Wasser springen wird. Also, los geht's. 8 Minuten. Wundervoll. Oh, die Lampe geht aus. Das hätte ich kommen sehen müssen. Wasser, Feuer. Jetzt bräuchte man Flambé. Kann ich hier irgendwas tun? Hotspot-Anzeige, rette mich. Okay. Hilfe! Die richtigen Fische. Vielleicht gibt es Leuchtfische oder sowas, die ich hier mitbringen können. SOS! Es ist zu dunkel. Hilfe! Die Flamme ist erloschen. Ich schätze, sie ist nicht wasserdicht. Das ist der Punkt, an dem Elaine mich normalerweise rettet. Also wir kommen auf jeden Fall mit dem Cheat raus, aber ich will jetzt schon wissen, wie ich hier weiterkomme. Es ist zu dunkel. Hier drin ist es dunkel. Ja, habe ich ja begriffen. Aber wie kriegen wir die Lampe? Entweder kriegen wir die Lampe wasserdicht oder wir haben was dabei, was unter Wasser auch leuchtet. Es ist zu jeden Moment. Auch interessant, dass seine ganzen Papiersachen nicht kaputt gehen, wenn er ins Wasser springt. Das ist wohl wasserdicht verpackt. Die Luft anhalten. Tja. Ich kann nur 8 Minuten lang die Luft anhalten. Tja. Na gut, dann teleportieren wir uns raus. Kann ich das überhaupt noch lesen, wenn es dunkel ist? XYZZY. Das kann ich. Selbst wenn es dunkel ist, kann er das sehen. Das war knapp. Ich muss mir merken, dass Feuer unter Wasser nicht brennt. Ja, danke für diesen netten Hinweis. Kann ich jetzt also... Was soll ich dir jetzt zu sagen? Moment, das wollte ich gar nicht hier. Ich wollte gucken, ob ich direkt auf die Map kann. Ganz genau. Okay, genau. Limetten brauchen wir. Die kriegen wir wahrscheinlich auf Scurvy, weil da ist doch Elaines Scurvy-Projekt. Ich weiß noch nicht, ob ich dahin segeln sollte. Die Lampe kann ich hier wieder anmachen und ich wollte gucken, ich würde gerne gucken, ob ich die Fische, ob ich einen Leuchtfisch bekomme. Hatten die Leuchtfisch im Fischereibedarf hier in der oberen Straße? Hallo. Schleimaale, Beulensauger, Schleimfische, Krötenfische. Sie sehen ein wenig reif aus. Kann ich meinen Fisch gegen einen anderen eintauschen? Wir akzeptieren immer gern einen Tausch. Heute haben wir Schleimaal, Krötenfisch, Schleimfisch, Bückling und Beulensauger. Was darf sein? Ah, also so wirklich scheint keiner davon zu leuchten. Ich nehme jetzt mal den Schleimaal mit. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Das sind eher Schlangen als Fische. Ja, okay. Nee, sehe ich jetzt noch nicht, dass wir da irgendwie weiterkommen. Wir schauen uns mal auf Scurvy und vielleicht löst das ja schon alle unsere Probleme. Ah, Scurvy Island. Hier hat Elaine alle Limetten für das Skorbut-Projekt der Marley-Stiftung angebaut. Sie ist wahrscheinlich schon wieder hier. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Ja, und eine Quizkarte. Die kann ich auch kaum erwarten zu sehen. Welche Meerestiere kann man im Fischladen auf Mili nicht finden? Krötenfische, Beulensauger, Bückling oder Tintenfisch? Das haben wir ja gerade eben erst gesehen. Praktisch. Okay, sonst noch irgendwas hier. Dort steht, die Skorbut-Behandlungs- und Präventionsliga oder SBUPL der Marley-Stiftung heißt sie auf Scurvy Island willkommen. 2,5 Kilometer bis zum SBUPL-Hauptquartier. Ganz schönes Stück. Es ist ein sehr realistisches Abbild des scharlachroten gefiederten Spitz- und Schnabelvogels. Ich wusste nicht, dass Elaine sich für Holzarbeiten interessiert. Wow, ich bin drauf reingefallen. Das war tatsächlich auch eine der Fragen, die wir falsch beantwortet haben. Ich falsch beantwortet habe, weil es hier auf diesem Schild sitzt. Da wusste ich noch nicht, dass ich das noch gar nicht wissen kann. Will ich dem Vogel irgendwas füttern? Vogelfutter? Nee. Vielleicht kann man mit dem noch irgendwas machen. Nee.
netter Vogel. Na gut, okay. Scharlachroter, spitzgefiederter. Oh mein Gott. Limettenhain. Und es gibt unglaublich viele Limettenhaine, wenn ich das richtig sehe. Das sind alles verschiedene Haine. Ich sehe schon vorher, dass hier am Ende nur noch einer eine Limette hat. Da hinten ist sogar ein Hühnchen. Dieser große Felsen sieht verdächtig aus wie ein Monster, das schläft. Oder so eine Krähe. Und das ist das Lager. Okay, ich gehe mal zu irgendeinem Limettenhain. Per Zufall. Ah, ein Leuchtturm gibt es hier auch. Spannend. Ja, das ist da alles. Und tiefe See, Wasserfall. Oh, hier gibt es ja richtig viel. Wow, Elaine war wirklich fleißig. Ich spreche lieber mit Elaine, bevor ich Limetten von der Stiftung stehle, für die sie so hart gearbeitet hat. Fair, fair, fair. Okay. Eine neue Quizkarte. Odina ist die amtierende Königin von Bermuda. Pff, das muss ich erstmal hinkommen. Das behalte ich eine Weile. Dann würde ich sagen, Wasserfall. Ich wurde einmal über die Kante gerissen. Gut, dass Elaine heil weh kann. Dann tiefe See. Elaine und ich schwimmen dort manchmal. Leuchtturm? Ich liebe diesen Ort. Er ist wie eine 30 Meter lange Zuckerstange. Großer Fan. Elaine und ich haben darüber diskutiert, ob er wie ein Papagei oder wie ein Kakadu aussieht. Okay, also anscheinend keine anderen Orte hier. Ich habe mich gerade gefreut, dass es hier so viel zu erkunden gibt. Das ist der Ort, an dem das ganze Treibholz während der Treibholzpaarungszeit landet. Aber anscheinend gehen wir doch stur und schnurstracks zum Lager durch. Elaine, bist du salonfähig? Hallo? Sehr verlassen hier. Hi, ich arbeite heute östlich des Papageienfelsens und nördlich des Wasserfalls. Okay, östlich des Papageienfelsens, nördlich des Wasserfalls. Das ist so ein 5. Klasse Geografie-Grundschule, Übungsaufgabe. Ich habe einmal einen Jack damit gezwickt. Und dann habe ich irgendwie versehentlich den Heftklammerentferner gezwickt. Ich hatte ihn jahrelang, bevor ich daran dachte, ihn Elaine zurückzugeben. Sie war froh und sauer zur gleichen Zeit. Frauer. Er bedeutet offensichtlich auch Elaine etwas. Hey, das war mal ein Bild von uns beiden. Was ist mit dem Teil von mir passiert? War entweder der Chuck hier oder ist Elaine sauer auf uns? Witzig. Also nicht mit Stan, dann lieber mit dem Koch. Quizkarte. Okay. Früher mussten die Piraten das von Elaine stehlen, um sich zu beweisen. Zumindest haben sie mir das gesagt, als sie mich dazu gezwungen haben. War mit Sicherheit eine Lüge. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den Felsen finden. Ich werde den Hain. Östlich von hier, nördlich vom Wasserfall, also hier. Hi. Hi. Ich habe die Nachricht erhalten, die du mir hinterlassen hast. Die was? Auf der Stand, wo du heute arbeitest. Ach, die. Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest. Aber ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Was ist im Voodoo-Laden passiert? Hast du das Geheimnis bekommen? Wäre das nicht schön einfach? Es gab eine Komplikation. Ist das nicht immer so? Eine große, schwere, rechteckige Komplikation mit 5 Schlüssellöchern und einem Geheimnis im Inneren. Das klingt entmutigend. Was ist mit LeChuck und Captain Madison? Irgendwie war ich trotzdem zuerst da. Aber ich glaube, sie führen etwas im Schilde. Der Tresor hat ein seltsames Glühen, das er vorher nicht hatte. Nun, sei vorsichtig. Ah, ist auch interessant, dass er das sagt, weil das hätte ich ja theoretisch noch nicht sehen müssen, bevor ich mit dir rede. Hast du ein paar Limetten übrig? Du kannst ein paar mitnehmen. Prima, das war einfach. Ich habe Schwierigkeiten, sie zu verteilen. Das Projekt ist auf ein Hindernis gestoßen. Wie du siehst, haben wir jede Menge Limetten, aber die Leute weigern sich, sie zu nehmen. Sie sagen, sie mögen den Geschmack nicht und glauben nicht, dass sie bei Skorbut helfen. Als gewählte Amtsträgerin hätte ich einen Erlass erlassen können. Aber als Privatperson muss ich die Leute überzeugen. Ich habe es mit diesem Flugblatt probiert.
Ja, ich habe einen Teil davon gelesen. Ich weiß, es ist furchtbar trocken. Aber die Fakten sind da. Also ich glaube, wenn jemand ernsthaft am Skorbut leidet, dann probiert er auch Limetten, um Abhilfe zu schaffen. Egal, ob er dran glaubt oder nicht. Hast du mal versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Comic Sans zum Beispiel. Ja, aber ich brauche eine kleine, damit alle Informationen draufpassen. Die Schriftart ist unabhängig von der Größe des Textes. Wie wäre es mit Aufzählungspunkten? Das könnten kleine Limetten sein. Aber die Leute mögen doch keine Limetten. Das ist doch das Problem. Gutes Argument. Was wäre, wenn der Text zentriert statt linksbündig wäre? Irgendwie glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied machen wird. Ich bin mir nicht sicher, was ich dir sagen soll. Es ist im Grunde ein Verkaufs- und Marketingproblem. Und keiner von uns ist ein Experte in diesen beiden Bereichen. Aber ich kenne da einen. Ich verstehe, was du meinst. Ich werde das Flugblatt aufbewahren. Vielleicht finde ich einen Vertriebs- und Marketing-Experten, der es sich ansieht. Okay. Stan oder der Buchhalter vielleicht. Aber ich glaube eher Stan. Oh ja, sehr trocken. Bla, 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 bla. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal scrollen. Limetten haben wir auch, das war ja wieder einfach. Ah, limettig. Man kann die Ascorbinsäure riechen. Eine Quizkarte. Oh, schon wieder eine Bermuda-Frage. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal hin. Anfangs, okay, also wir suchen nach Fackeln auf Bermuda und den Jahren der Königin oder so ähnlich. Ja, ich meine, das war's schon hier, oder? Fahren wir wieder ab. Ich könnte immer noch bei dem Schiff vorbeischauen. Aber ich habe nicht so Lust. Ich will erstmal Bermuda. Halt! Schiff. Dies ist ein Kontrollpunkt für Skorbut. Das Gesetz schreibt vor, dass Sie Limetten mit sich führen müssen, bevor ich Ihnen erlauben kann, nach Norden zu fahren. Hier, ich habe Limetten. Sehen Sie? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Was ich noch sagen wollte, interessant, dass ja die Limetten ja offensichtlich doch gesetzlich vorgeschrieben sind, wenn man nach Norden segelt. Warum braucht denn Elaine denn überhaupt so viel Marketing, wenn es eh vorgeschrieben ist? Sind Sie ein Pirat? Ja. Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Nein. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben? Nein. Haben Sie Frage 2 beantwortet? Ja. Tragen Sie Limetten bei sich? Ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals ein Mitglied der Piratenpartei? Nein. Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Yep. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Stimmt. Führen Sie großes Vieh mit sich? Nein. Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Nein. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Nein. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Falsch. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Korrekt. Wie viele Bäume hat fällt ein Biber so im Jahr? Mehr als einen, aber ich kann hier keine Zahl reinschreiben. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Kann ich leider nicht bejahen. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Nein. Tragen Sie keine Limetten bei sich? Nein, ich trage Limetten bei mir. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Mache ich. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davon gekommen? Auf jeden Fall. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Auch das ist richtig. Ich denke, also bin ich... Ja, der Nordstern ist im Süden. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Natürlich nicht, denn ich habe ja... Achso, könnte ich jetzt machen, aber habe ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Ich führe keine Quizkarten mit. Naja, nö. Die sind zwar ausgefüllt, aber sind schon in meinem Inventar. Die Fragen 2, 3, 5, 7 und 11 sind Primzahlen. Das sind Fragen, aber von mir aus sind es auch Primzahlen. Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Yep. Sie haben eine gerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Yep. Nein. Kreuzen Sie... Moment. Halt, das ist ein Paradoxon. Kreuzen Sie das hier an? Kreuzen Sie das hier nicht an? Kreuzen Sie das an? Wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. 25, jawohl. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29 nicht angekreuzt haben.
Boah, aber ich habe ja Frage 29 angekreuzt. Aber dann kann ich mir immer noch aussuchen, was ich hier mache, oder? Arg? Mhm. Ich, Herr Guybrush Threepwood, schwöre feierlich oder bestätige, dass ich diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. Halt, da muss ich erst nochmal gucken. Frage 27 oder 28 möchte ich natürlich nicht beantworten, ganz genau. Und die Frage 1, Frage 29, kreuzen Sie das hier an. Wunderbar, unterschreiben. Und das war ja das einfachste also Formular, gut, das ich hier gesehen habe, wenn nur alle Bürokratie nun, so einfach wir wäre. Wir haben gleich zu Beginn ein Problem. Wir erlauben keine Piraten auf Bermuda. Ich muss Sie bitten, diese Gewässer sofort zu verlassen. Hilft es, wenn ich ein mächtiger Pirat bin? Nein. Ach, dann machen wir es halt nochmal. Anderer Zollbeamter, bitte. Schon wieder zurück? Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Herr Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich. Okay. Bin kein Pirat. Limetten, Piratenpartei. Großes Vieh, Bananen. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Jawohl. Bäume, Biber, Verkleidungen. Das habe ich noch nie gemacht. Was könnte die noch so stören? Wir haben natürlich nicht gelogen. Die Betten. Jawohl. Ja. Ah nein, das würde ihm vielleicht nicht gefallen. Jep. Jep. Ah, Frage 11. Nein. Quizkarten. Auf jeden Fall nicht. Das ist die unterstehen ja strenger Einfuhrbeschränkung. Riemzahlen. Das hier ankreuzen. Das hier nicht ankreuzen. Das hier nicht ankreuzen. Und Unterschrift. Also gut. Dann wollen wir mal sehen. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay, das sieht gut aus. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. Cool. Ja, wie ich sagte, ziemlich einfache Zollabwicklung, die Sie hier haben. Also habe ich schon wesentlich schlimmere Bürokratie erlebt. Würde ich jeden Tag so wieder so nehmen. Okay. Eine königlich aussehende Skulptur. Spitz. Fackeln. Ich suche nach Fackeln. Zwei Fackeln. Und wo ist der Rest? Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. 5, 7, 10, 19. Wo ist der Rest der Fackeln? Ein Rathaus. Ich halte mich weit davon entfernt. Quizkarte? Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Aha, eine deaktivierte Fackel? Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Okay, erstmal die wichtigste Frage. Kann ich meine Lampe hier wieder entzünden? Ja. Da okay, hätte man sie leuchtet. Die schon mal bereit, auf jeden Fall. Kann ich mit der Lampe andere Dinge anzünden? Bestimmt schlau bei einer Eisskulptur das Feuer anzumachen. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Es ist viel zu hoch, um es zu erreichen. Das habe ich befürchtet. Gerichtsgebäude, das klingt gut. Die könnten das Dokument von der Mrs. Smith vielleicht mir sagen, was geschehen ist mit den vernichteten Gegenständen. Vielleicht findet man ja auf den Überresten des vernichteten Schlüssels trotzdem noch die Seriennummer. Aber wir gehen trotzdem erstmal ins Rathaus. Es ist abgeschlossen. Oh, vielleicht okay. Komme ich später wieder. Wir gehen nicht ins Rathaus, wir gehen ins Gericht. Kenne ich den nicht? War der nicht gerade an der Zollabfertigung?
Kerze ist keine Fackel. Eine Quizkarte ist eine Quizkarte. Was haben wir Neues? Wie viele Schiffsmasten sind auf der Straße mit dem schlafenden Piraten zu sehen? Was für ein schlafender Pirat? Entschuldigung, einfach nur, weil es diese Antwort hier gibt, muss ich sie nehmen. Okay. Was kann man nicht auf dem Meeresboden? Ich hatte nämlich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen, bevor ich gesagt habe, was für ein schlafender Pirat. Was kann man nicht auf dem Meeresboden finden? Ah, das haben wir schon mal probiert. Einen alten Taucheranzug, einen Geysir, eine Krabbe, Seetang. Das sind aber andere Antworten als letztes Mal, oder? An den Taucheranzug kann ich mich nicht erinnern. Dass der Geysir und Krabbe waren, glaube ich, dabei. Seetang weiß ich nicht mehr. Geysir? Okay. Da muss ich nochmal scharf drüber nachdenken. Das ist jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Ja, König der Schlüssel. Das ist natürlich interessant. Ansonsten können wir jetzt halt mit dem Ruhe im Gericht. Richter reden. Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Unschuldig. Ich habe das vorher nie in die Luft gejagt und es wurden auch keine Schießpulverrückstände gefunden. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Das ist ein interessanter Richter. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Okay. Das ist alles, euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Ich möchte ihm erstmal das Dokument zeigen, bevor ich weiter mit ihm diskutiere. Ich reiche diese offiziell aussehenden Dokumente beim Gericht ein und bitte um einen Aufschub der Vernichtung. Ruhe! Ruhe im Gericht! Bei der Überprüfung dieser Anordnung stellt das Gericht fest, dass die aufgelisteten Gegenstände aufgrund von Verfahrensumständen nicht vernichtet wurden. Bis auf die schicke Schachtel, die Brad aus der Buchhaltung mitgenommen hat. Die Rechtmäßigkeit der Vorlage des genannten Dokuments wird überprüft. Die vorliegende Partei kann diese Gegenstände daher in Besitz nehmen. Ich habe keine Ahnung, was ihr gerade gesagt habt, aber danke für den Schlüssel. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ausbrüche von Dankbarkeit werden nicht geduldet. Das war erstaunlich einfach. Ich habe nicht so wirklich Lust, mit dem weiterzureden. Ich glaube, ich habe erreicht, was ich hier erreichen wollte. Wir hauen ab. Und gucken uns mal im Inselzentrum um. Wir suchen immer noch die Königin, denn die ist wahrscheinlich im Eisschloss. Plus im Eissteinbruch gab es auch noch Dinge. Also, und sonst gibt's hier nichts weiter. Okay, dann gehen wir zuerst zum Steinbruch. Da müsste Stan sein. Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Okay, das kann selbst ich nicht übersehen. Er ist bei den Seeteufeln. Sehr gut. Da werde ich ihn gleich drauf ansprechen. Sind Sie bei den Seeteufeln? Ich sage nichts. Ich zeige ihm meinen, ja. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Da muss ich erstmal wieder drüber nachdenken, wie die denn so losging. Morgan Le Fay, genau. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mark gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Wir steckten einen Haken in das Maul des Tieres und fingen es von innen. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Damit meinen Sie Menschen, die angeln? Richtig, aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich.
Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn sie sie verwenden, vermitteln sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut. Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat, sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Na gut. Okay. Also, der erste Satz ist ja immer noch genauso, ne? Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... Ja, das ist neu. ...wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Ja, so ist es richtig. Sie klingen fast wie ein echter Angler. Ich habe Ihnen meinen besten Tipp gegeben. Versuchen Sie, einige andere Seeteufel dazu zu bringen, dasselbe zu tun. Das werde ich tun. Wunderbar. Ich sehe ein paar Fische unter Wasser. Eingefroren. Nähern Sie sich bitte nicht dem Tor, Sir. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich möchte jemanden besuchen. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Okay, etwas, das beweist, dass wir im Raum waren. Wie zum Beispiel dieses Bild hier. Wenn ich dann nur meine Wenigkeit auf die linke Seite packen könnte. Ach, kann ich hier eigentlich auch... Aha. Das bin doch ich. Sieht doch jedes Kind. Das sind zwei sehr unheimlich aussehende Personen. Okay, ich brauche ein Bild von mir. Ich kann ihm... Zahnbürste bringt wahrscheinlich nichts. Nö. Limettenschlüssel. Schleimale, der ist doch Angler, der Kerl. Nee, will er nicht. Dämonenpfeffer in das Getränk? Nein. Dämonenpfeffer in irgendwas hier? Ah, Dämonenpfeffer in Lecker. Vielleicht muss ich sie im Notfall essen. Ah, Fisch. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Scharfe Schleimade. Okay. Na gut, also wir brauchen auch ein Bild von Guybrush selbst, wo auch immer wir das herkriegen. Ich glaube, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Ich sehe aber auch keine Fackeln. Dann gehen wir mal nach zum Eisschloss. Hier sind nochmal zwei. Nette Aussicht. Oh. Da gibt es einen Runterschauen-Hotspot. Von hier möchte ich nicht runterfallen. Aber keine weiteren Fackeln. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Auch die hat hier. Das Willkommen, Buch. Treuer Untertan. Und ein Schlüssel.
Okay, Moment. Wessen Schlüssel wäre das jetzt? Also, das ist einfach der von Bermuda. Und noch die in den Terror Island, da brauchen wir was zu tauchen. Die Flaggen. Mrs. Smiths Schlüssel haben wir. Wileys kriegen wir später, wenn wir andere Schlüssel haben. Flugblatt. Okay. Lila Buch. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Kann ich auch nicht austauschen. Sehr, sehr merkwürdig. Er füllt sich langsam mit Schloss. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt. Ah. Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Ah. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Das wollte ich gerade rausfinden. Jetzt habe ich schon gedacht, beim ersten Satz, das könnte nützlich sein. Aber brennt nicht unter Wasser. Ich bin sicher, es sind viele. Aber bei niedrigen Temperaturen. Okay, interessant. Quizkarte. Das haben wir schon mal hier, ne? Was habe ich da probiert? Ein Mond? Ein Warnschild habe ich gleich probiert. Ich probiere den Mond. Ha! Zu einfach. Zu klassisch. Hi. Grant. Schönes Wetter haben wir. Ich verstehe. Das lässt sich da durchgehen, oder? Na klar. Elsa! Oh, höchst königliche, autoritäre, wohlwollende Herrscherpersönlichkeit. Ha! Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Die Neunte? Sehr gut. Aus der Zeit, als sie Gouverneurin von Mili war? Das war, bevor ich meinen Thron erobert habe. Aber sie hat weiterhin ihre Hand im Spiel. Und beide Füße. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Stimmt, die haben wir auch mal schon mal gesehen, oder? Die waren in der Zwischensequenz, oder war sie einfach da? Sie war im Haus der Gouverneurin, glaube ich, bei Carla. Ist das einer der goldenen Schlüssel auf eurem Kopf? An meine Krone geschweißt. Das ist richtig. Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Sie bleibt perfekt sauber, solange ich nicht zulasse, dass fettige Piraten sie mit ihren Pfoten befummeln. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst. Und nicht vorher. Königin werden. Interessant. Nichts, was man nicht hinkriegen würde. Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Also ich habe 2 davon. Genau. Ich habe einige von diesen Dingen. Wir werden sehen. Und kein Schummeln. Wir werden sehen. Könnt ihr mir mehr Details zu den Wettbewerben geben, um Königin zu werden? Der Wettbewerb der Herzhaftigkeit ist ein Essenswettbewerb. Roher Fisch. Nenn es Sushi, wenn du dann besser schlafen kannst. Beim Wettbewerb der Ernsthaftigkeit musst du ein ernstes Gesicht bewahren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Was ich nie tue. Der Wettbewerb der Intelligenz ist ein Algebra-Test. 20 Sekunden Zeit, die beste Antwort gewinnt. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Das klingt, als ob du das ernst meinst.
Okay, das klingt sehr spannend, aber ich würde jetzt gerne zwei Quizkarten beantworten und die Folge beenden. Vielen Dank für die Audienz. Ich werde mich verabschieden. Nun gut, du kannst gehen. Und dann, also für den Fischwettbewerb habe ich schon mal die Idee, dass wir ihr diese gepfefferten Aale hier unterjubeln. Allerdings vermute ich, sie will eine andere Fischart haben. Und das wird mit denen nicht klappen. Ich werde es trotzdem versuchen, wenn ich die nächste Folge starte. Intelligenz, das kriegen wir ja so hin. Brauchen wir nichts Besonderes. Und was war das Zweite? Das Zweite war, das habe ich schon wieder vergessen. Wie habe ich das schon wieder vergessen? Auf dem kurzen Weg. Die Treppe runter und schon war es mir entfallen. Ist sie aufgelistet? Ja, nee. Ah ja, nicht lachen, genau, nicht lachen. Da ist ja irgendwas Lustiges. Das Witzebuch. Oder irgendwas anderes Lustiges. Die Broschüre von LeChuck. Ganz klar. Oder Elaine's Kommunflugblatt. Das könnte sie auch als lustig. Okay. Also, Quizbuch. Ich wollte zwei Quizkarten beantworten. Und zwar die 9. Königin. So, und ich habe bis jetzt nur 4 Fackeln aktiv wahrgenommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass da nicht mehr allzu viele dazukommen werden. Vermutlich sind im Gefängnis noch welche. Aber sind es jetzt 1 oder 3? Das weiß ich nicht. Ich würde es deswegen erstmal mit der 5 probieren, weil das ist am nächsten dran an dem, was ich beobachtet habe. Und wenn es nicht stimmt, dann warten wir halt ab, bis wir irgendwann die Karte wiederkriegen. Weil im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir ins Gefängnis so allzu schnell reinkommen. 5 war falsch. Ah, alles klar. Gut. Dann soll es das gewesen sein mit der Folge und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann!